ist es dann ja wahrscheinlich nicht mehr, wenn das Tradition ist. Dann weiß man es ja schon. Tja. So, wir gehen mal weiter in diese Richtung dort. Nein. Falls meine Items das nicht verbrennen. Vergiss es. Ist es gesetzlich vorgeschrieben, dass Eier von dem Verkauf gewaschen werden müssen. Die EU schreibt jedoch vor, dass Eier vor dem Verkauf nicht gewaschen werden. Uiuiui. Nicht gewaschen werden. Oh, ui, ich soll doch was essen, sonst sterbe ich hier noch. Die EU schreibt vor, dass vor der nicht gewaschen werden dürfen. Gesetze werden vom Schutz vor Salmonellen eingeholt. Warum dürfen sie denn nicht gewaschen werden? Falls es jemand weiß, schreibt es mir in die Kommentare. Ich meine, ja, vor dem Schutz Salmonellen, aber wenn sie gewaschen werden, werden die doch eher abgespült oder bin ich. Oder wegen der Feuchtigkeit verbreiten die sich dann eher. I don't know. Schreibt es mir in die Kommentare, wenn es jemand von euch weiß. Hustensaft so geschmeckt oder so. Das war richtig ekelhaft. Musste einfach die Nasen zuhalten, wenn das Mann da so einen Schutt getrunken hat. Das war lustig. Oder in Italien irgendwo gesessen. So. Ich brauche neue Fackeln. Deswegen gehe ich nochmal da rüber und hole neue Fackeln, würde ich sagen. Thank you.
ins Nether. So, nächster Fakt. Das größte Kino der Welt ist das Kinopolis in Madrid mit insgesamt 25 verschiedenen Sälen und 9200 Plätzen. Das ist wenig. Hab ich so Gefühl. Das Neugeborene eines Blauwals ist bei seiner Geburt. Das Neugeborene eines Blauwals ist bei seiner Geburt bereits 8 Meter lang und wiegt mehr als 8 Tonnen. Im ersten Jahr legt der Säugling täglich ca. 80 Kilogramm an Gewicht zu, bis zu 3,3 Kilogramm pro Stunde. Wow. Ich glaube, wenn das ein Mensch könnte, würde... Naja. I don't know. Holy shit. Basalt kann man nur so langsam abbauen und das stört. Das ist doof. Das ist doof. Gut, machen wir weiter. Würde man ein iPhone mit Benzin betreiben können? Ach, was mache ich denn? Würde man ein iPhone mit Benzin betreiben können, würde bereits ein Tropfen ausreichen, um das Smartphone einen ganzen Tag verwenden zu können. Thank you.
Staat, okay, das ist der australische Staat.